Die russische Luftaufsichtsbehörde ist gehackt worden. Dann hat Cathay Pacific einen Weltrekord aufgestellt, den sie eigentlich gar nicht aufstellen wollten. Und das nächste Thema, was wir haben, ist, ja, die Sicherheitskräfte am Flughafen haben sich beim Tarifvertrag mit den Firmen geeinigt. Somit ist kein Streik mehr geplant, zumindest die nächsten 2 Jahre. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. In der heutigen Ausgabe vom Frankfurter Flughafen im Hyatt Place bleibt es euch wie immer nicht erspart, ein Like dazulassen, zu kommentieren und ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, damit ihr keine Folge verpasst. Und wer noch heute Zeit hat, um 18 Uhr fängt der Stammtisch an. Ich weiß, es ist ein bisschen wenig Zeit, weil ich das erst schaffe, in einer Stunde hochzuladen, dann haben wir auch schon fast 17 Uhr, aber wenn ihr in der Nähe seid, wir sitzen länger heute Abend hier im Hyatt Place. Das erste Thema. Alaska Airlines macht sogenannte Pronoun Pins. Jetzt sagt ihr, was ist das? Alaska Airlines, die Fluggesellschaft aus Seattle, die sympathische Fluggesellschaft, die ihre A320er und 21er Flotte gegen eine 737 Max Flotte austauscht, hat ja damit Furore gemacht, dass man die Bekleidungsvorschriften so weit gelockert hat, dass die Herren und die Damen sich aus den jeweiligen Kollektionen etwas aussuchen dürfen. Ja, ganz genau. Also das heißt, egal ob man männlich oder weiblich ist, man darf aus beiden Kollektionen was aussuchen. Früher war es so, dass man bei den Fluggesellschaften eine Uniform hatte, die war strikt für Männer, strikt für Frauen. Man hatte ganz klare Regeln, das heißt also im Nagellack, zum Beispiel bei Emirates ist es ja auch so, dass man Nagellackfarben sogar bestimmt bekommt und auch die Frisur. Das ist bei Alaska alles nicht so. Da gibt es nämlich die American Civil Liberties Union, ACLU, und die haben gegen diese Diskriminierung von Non-Binary People, das sind die Leute, die sich nicht dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, ja, für die halt als Advokat gedient. Und man hat jetzt einfach gesagt, dass man diese Uniformgeschichte ganz toll findet, dass man das jetzt aussuchen darf. Man möchte aber auch, dass man diesen Bann aufhebt, dass Männer zum Beispiel keinen Nagellack tragen dürfen. Ja, ganz genau. Auch waren die Frauen davon, denen war es verboten, die Ärmel hochzukrempeln. Also eigentlich Sachen, wo man denkt, das ist bei uns kulturell so üblich. Und Männer durften auch keine High Heels tragen. Ich persönlich würde keine High Heels tragen, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Aber das ist jetzt alles geändert worden. Das heißt also, man hat jetzt sogenannte Buttons eingeführt, also so zum Anstecken. Da steht dann halt drauf, mit welchem Geschlecht man sich identifiziert. Für euch die Frage, findet ihr das progressiv? Findet ihr das in einer Art und Weise richtig und wichtig? Oder sagt ihr, das ist Quatsch, das interessiert mich nicht? Oder seid ihr da auf meiner Meinung, Leute, macht das, aber belästigt mich nicht, ich diskriminiere nicht, also diskriminiert mich nicht, wenn ich dem keinen Wert beimesse? Bin gespannt, kommentieren. Dann gab es ja von Anonymous die Androhung gegen Russland, dass man Russland, ja, man hackt Russland, die Server und so weiter, weil sie die Ukraine angegriffen haben in einem, nennen wir es völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und jetzt haben die Hacker die russische Luftaufsichtsbehörde gehackt. Das ist nämlich die Rosavizia. Man möge mir verzeihen, dass ich mit dem Russischen genauso viel Probleme habe wie mit den chinesischen Ortsnamen. Und man hat jetzt einfach gesagt, man hat da Daten geklaut und hat die gelöscht. Ja. Und was ich spannend finde ist, und das ist ja das, was ich in der ersten Stunde bei meiner IT-Vorlesung oder in der Schule war es ja keine Vorlesung, sondern IT-Stunde, Informatik hieß das, beigebracht habe, Datensicherung. Und ich habe es auch selber am eigenen Leib hart erfahren, dass ich mal einen Rechner hatte, der abgeraucht ist und die Daten waren nicht mehr zu bekommen. Ja, aber die sagen, die haben keine Datensicherung aus Kostengründen. Und jetzt haben die mehrere Terabyte, und zwar 65 Terabyte, die zerstört worden sind. Unschöner Move. Also insofern Flugzeuge geklaut, umregistriert, aber Probleme mit den ganzen Themen. Warum? Ganz einfach, weil da natürlich alle Historien der Flugzeuge gesammelt werden, damit man weiß, was mit den Flugzeugen passiert ist, die Luftzüchtigkeit und so weiter und so fort. Finde ich für sehr, sehr problematisch. Vielleicht haben die Hacker ja eine Kopie gemacht und können die den zurückgeben.
eine Konsequenz dieses Krieges ist auch, dass wir den Luftraum nicht mehr in Russland benutzen dürfen, aber die Ukraine natürlich auch aus Sicherheitsgründen umfliegen. Das macht gerade für Fluggesellschaften, die in dem Grenzgebiet sind, einmal zu Problemen, also Finnair zum Beispiel. Aber eine Fluggesellschaft, die eh schon auch durch Corona sehr, sehr stark gebeutelt ist, das ist Cathay Pacific. Cathay Pacific hat einen Weltrekord aufgestellt. Ja, ganz genau. Seit 2018 hat die Singapore Airlines den Weltrekord gehalten auf dem Flug mit dem A350-900 ULR. Also das ist diese wirklich ultra long range. 15.349 Kilometer zwischen Singapur und New York in meistens 17,5 Stunden. Wahnsinn, wie lange man mittlerweile in der Luft bleiben kann. Und sie sind vom Thron gestoßen worden. Es gibt einen König, es gibt einen, der den längsten hat in der Welt. Und das ist Cathay Pacific. Und zwar sind die auf dem Flug von New York nach Hongkong mit Zwischenstopp in Los Angeles, bevor es über den weiterging. Und das ist dann wirklich ein Flug, der den russischen Luftraum nicht mehr berührt hat. Man hatte natürlich als Voraussetzung auch ein paar Sachen, die man beachten muss. Rückenwind, ganz genau. Also man braucht Rückenwind, weil sonst würde man es nicht schaffen. Denn die neue und erweiterte Strecke macht die Zwischenlandung nicht mehr nötig, wenn man vom JFK fliegt. Und zwar mit einem Airbus A350-1000. Danach beträgt die Entfernung der Strecke 16.618 Kilometer ohne den Zwischenstopp in Los Angeles. Das ist 8% mehr als das, was die Freunde von Singapore Airlines erflogen haben. Man hat natürlich immer wieder Ausweichrouten und je nachdem, wie der Wind ist, muss man natürlich trotzdem zwischenlanden. Wäre natürlich ein geiler Flug gewesen, da dabei zu sein auf dem längsten Flug. Aber ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, ich bin mal 17 Stunden geflogen, fast. Das geht auf keine Kuhhaut. Das war mit dem Emirates A380er von Dubai nach Auckland. Also das ist, es ist, also nicht schön. Pistensanierung, da haben wir Emirates doch als Thema gehabt und schon habe ich sie genommen. Als ich in Dubai war, gab es ja auch schon eine Pistensanierung und in Dubai hat man jetzt wieder im Mai und im Juni eine Pistensanierung. Warum? Ganz einfach, Lande- und Startbahnen müssen saniert werden, weil durch die Belastung und auch durch die Sonneneinstrahlung natürlich der Asphalt oder Beton, ich weiß jetzt hier gerade nicht ganz genau, was es ist, Schaden nimmt. Und in diesen 45 Tagen, das war auch das letzte Mal so, ist der Flugbetrieb natürlich drastisch eingeschränkt. Fly Dubai zieht komplett um nach Dubai World Central. Die sind ja letzten Monat gerade erst aufgemacht worden, dass der Flughafen den ersten kommerziellen Flug hat. Und dadurch sieht man, was Emirates für einen Schaden hat. Weil wenn man zum Beispiel den Nordbahn, den kompletten Betrieb auf 80 Tage sind es sogar, auf der Südbahn abwickeln muss, verlieren die einen Umsatz von 657 Millionen US-Dollar. Das ist richtig viel Geld. Und man hat die Instandhaltungsmaßnahmen, 2019 war das übrigens, die 45 Tage gehabt. Und damit hat man den Flug dann, oder den Flugbetrieb bei Emirates um 25% eingeschränkt. Natürlich arbeiten die beiden eng zusammen, aber ihr seht natürlich, das ist ein riesen, riesen Aufwand, der da betrieben werden muss und riesen, riesen Kosten. Aber da das geplant ist, denke ich mal, sollte gut gehen. Ich habe mich ja über diesen 1 Euro bei den Tarifpartnern mit den Luftsicherheitskräften immer wieder lustig gemacht, aber man hat sich Gott sei Dank geeinigt und die Gewerkschaften, die Arbeitgeber haben für das private Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen die Einigung gefunden. Die Einigung sieht wie folgt aus, 24 Monate Laufzeit. Dann hat man die Tariferhöhung so vereinbart, dass die Lohngruppen unterschiedlich hoch ausfallen, die Erhöhungen. Das heißt also zwischen 4,4 und 7,8%. Und das, was mir persönlich eigentlich der einzige Grund gewesen wäre, warum das für mich legitimiert ist, ist, dass man ab 1. Januar, also nicht in ganz 2 Jahren, sowohl im Osten und im Westen dieselben Gehälter hat. Diese 25.000 Beschäftigten hatten natürlich diesen 1 Euro gefordert und so weiter. Aber wenn man sieht, dass die Lohnerhöhung ein paar Prozent hochgegangen ist, ist das ja schon in Ordnung. Und schauen wir einfach mal. Aber wie immer im Leben, wenn die erste Lohnerhöhung kommt, werden die nächsten folgen. Zumindest ist das Sicherheitspersonal jetzt nicht mehr am Streiken. Wer weiß, wer die Nächsten sind, die streiken. Verdi hat ja da, Gott sei Dank, nicht überall die Finger, aber die
Vereinigung Cockpit zum Beispiel bei der Aerologic, wenn die wieder bei der Lufthansa anfangen zu streiken, gibt ja auch den Tarifvertrag bei der Lufthansa mit dem, womit man gekündigt hat, den beim Konzern Tarifvertrag, dass man also jetzt nur noch 325 Flugzeuge, glaube ich, sind, das fliegen möchte, dass das einfach gekippt worden ist. Schauen wir mal, wie lange wir da wieder Ruhe im Karton haben. Zumindest durch die Sicherheitskontrolle können wir die nächsten 2 Jahre in die Lounge entspannt laufen, wenn nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lounge streiken. Auch hier wieder von euch der Kommentar unten in der Kommentarspalte. Like den Beitrag und lasst uns ein Abo da, Abonnierbefehl mit Glocke an. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Marios Ausgabe wäre es auch gewesen, natürlich, weil ich glaube, dass mit dem Gender-Sternchen und so weiter bei Alaska Airlines wäre was für ihn gewesen. Aber er kann ja kommentieren, genau wie ihr auch. Also danke, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen wieder bei Frequent Traveler TV an einem anderen Ort. Bis dann. Ciao.